Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft PvP. Yay! Heute doch nicht mit dem Kollegen, wie gesagt, letztes Mal entweder Survivor Games oder Trouble in Mineville. Heute spielen wir Trouble in Mineville. Trouble in Mineville ist ein Spiel, wo es Trouble in Mineville ist. Nein, also wir spawnen. Es gibt mehrere verschiedene Typen, die man werden kann. Entweder Innocent, das sind die normalen. Dann Traitor, das sind die Bösen. Dann gibt es noch die Detektive, die rausfinden müssen, wer der Traitor ist und ihn töten. Und das war's. So, man sucht sich am Anfang an Kisten und wird dann erfahren, was man ist. Und in einer Minute geht es los. Aber ich schaffe das Jump'n'Run nicht zu Ende. Auf jeden Fall, Innocent muss halt die Traitor auslöschen und die Traitor müssen die Innocenten auslöschen. Ich bin lieber Traitor als Innocent oder Detektiv, aber Innocent ist eigentlich auch toll, außer wenn man dann einen Traitor tötet und dann die Innocenten auf einen Lot losgehen, wie es mir jetzt letzte Mal passiert ist, als ich es alleine offline gespielt habe. Also tut mir leid. Oh, und dann bin ich ganz runtergefallen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Jump'n'Run. Auf jeden Fall heute Trouble in Mineville mit einer schönen Map. Ich hoffe, es ist Trouble in Mineville. Ja, das hört sich immer scheiße an, aber jetzt versuchen wir ein schönes Jump'n'Run noch kurz. Okay, nein. Es ist Mineville. Ja, hier muss man die Kisten nicht öffnen, einfach nämlich nur Rechtsklick drauf machen, um sie zu bekommen. Wir haben ein Schwert, schön. Diese Kisten sind überall versteckt, manchmal buggen die rum. Wie jetzt auch, scheiße, das ist ein Steinschwert. Ich will auch ein Steinschwert. Ah, wartet. Wo war nochmal die Ender-Chest? Die war hier irgendwo. Hier ist die. Die will ich kriegen. Die will ich kriegen. Da ist nämlich ein Eisenschwert drin. So. 15 Sekunden kannst du losgehen. Nein, du kriegst die nicht. Alter. Fick dich. Meine. Meins, 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 meins. 3, 2, 1. Arschloch. Was bin ich? You are a traitor. Warte. Innocent Terrorist. Was bin ich? Alter, ich werde gehittet. Nein. Ich war doch freundlich. Alter, der Idiot. Hey, Guy. It was a traitor. Puh. Geil! Ich töte einen Traitor. Das meine ich! Ich töte einen Traitor und die Innocenten gehen auf einen los. Yay! Tolle Logik! Scheiß Trouble in Mineville, ey. Das war's jetzt erstmal. Wir fliegen hier schön die Map entlang. Und ja, hallo, ihr Penisköpfe. Hallo, du kleiner verfickter Spacken, der gerade angegriffen wird und gestorben ist. Hallo, 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 ihr seid alle scheiße. So, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, ein PvP. Und ja, ich reg mich jetzt noch ein bisschen auf in dieser Folge. Zum Beispiel, dass du bescheuert bist und du und du und du und du und du. Alle, ihr seid alle blöd. Nein, seid ihr nicht, aber es ist scheiße. Mein Gott. Dass man nicht achtet im Chat? Ja, erstmal töten. Der hat einen Innocenten getötet. Ah, nee, es war ein Traitor. Scheiße, er hat einen Punkt erzielt. Er hat uns geholfen, aber trotzdem habe ich ihn getötet. Yay. Hauptsache ein Kill. Schnitzel, Bambusela Schnitzel. Mensch, Meier, ey. Ich setze mich jetzt hier in mein Boot und fahre eine Runde. Scheiße, Mann.
Und das macht an dem Spiel keinen Spaß. Ich höre Lava. Gibt's hier eine Falle? Lol. Mal löschen. Ja, das war's wieder mit Trouble in Mineville. Fuck you, Detective. Damn, Bro. Jetzt können wir hier so schön, gucken wir uns das an, dass der Detective den netten Traitor töten wird. Was er aber nicht schafft. Ach, es sind nur noch die zwei. Ja! Und das war's auch mit der Ausrastrunde von Trouble in Mineville. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst einen Daumen nach oben und eigentlich kann sie ja nicht gefallen lassen. Ich hab ja nichts gemacht. Fuck, Alter. So, okay, bis dann. Bleibt crazy und tschüssen.